das sieht so hübsch aus. Leute, ich feiere eine Party für meine Freundinnen. Ich habe sogar meine eigene Deko gebastelt. Guckt euch die coolen Becher, Strohhalme und Servietten an. Okay, was geht hier vor? Oh, Sam, ich erzähle unseren Fans gerade von der Party. Welche Party? Ich habe niemanden eingeladen. Ich habe vergessen, dir das zu sagen. Ein paar Freunde kommen übers Wochenende. Susi, da bin ich dagegen. Gehen wir lieber ins Café. Aber wieso? Letztes Mal haben die Gäste meine Süßigkeiten aufgegessen. Jetzt weiß ich, was dich stört. Natürlich. Was denn sonst? Ich habe deine süßen Schätze nicht vergessen. Komm her, ich zeig's dir. Schau, hier. Ich habe dieses Stück Pappe 100-mal gesehen. Es hat nicht einmal meine Bonbons beschützt. Tja, dann schau dir mal die Details genauer an. Du machst eine Schatulle für meine Süßigkeiten. Wir packen sie alle da rein und geben unseren Gästen nichts ab. Du hast es einfach zu teilen, oder? Du musst zustimmen, eine Schatulle ist eine super coole Idee. Stimmt, eine tolle Idee, um Süßes vor einem gewissen Naschschleim zu verstecken. Ob unsere Zuschauer das wohl auch so sehen? Ach, reden wir nicht mehr über die Schatulle. Okay, ich brauche 2 Holzstäbchen. Und auf das Stück, das wir gerade gemacht haben, kommt etwas Kleber. So. Eines kleben wir hier hin und noch eines hier auf die andere Seite. Da! Das ist mein Beitrag zu deiner Party. Die kommen nicht zufällig von unter dem Bett, oder? Susi, mach dir nichts raus, wie sie aussehen. Wichtig ist, es sind Bonbons. Also basteln wir keinen Süßigkeitenautomaten für die Party. Wow! Ein Süßigkeitenautomat! Yay! Lass mich helfen! Kannst du mir bitte die Teile bringen, die ich schon ausgeschnitten habe? Klaro! Juhu! Ich bin unterwegs! Okay, der Boden unseres Automaten ist fertig. Schon da. Bitte sehr. Und hat nur 100 Jahre gedauert. Warum hast du so lange gebraucht? Naja, ich habe mich gefragt, wie deine Maschine meine Süßigkeiten beschützen kann. Das ist ganz einfach. Sieh her. Wir befestigen hier die Gummibänder. Das zweite kommt hier hin. Und jetzt brauchen wir ein Stäbchen. Ich kapiere nichts davon. Dieser Mechanismus portioniert die Süßigkeiten. Du wirst alles verstehen, wenn der Automat fertig ist. Was denn? Unsere Maschine hat Hörner? Natürlich nicht. Das haben wir gleich. Alles klar. Jetzt kommt der spannendste Teil. Hör zu. Ich muss eine Gästeliste machen. Wofür? Ich kann die Einladungen selber verschicken. Ich muss aufschreiben, wer schon Süßigkeiten bekommen hat. Habe ich was verpasst? Seit wann bist du denn so ein Fiesling? Leute, jetzt bauen wir die Süßigkeitenbox. Dafür fangen wir mit 2 Pappwänden an. Die erste und hier die zweite. Jetzt setzen wir die Plastikstücke ein. Die sind durchsichtig. Dann ist es leichter, die Süßigkeiten im Auge zu behalten. Susi, ich bin kein Fiesling. Ich will eine Liste machen, damit auch alle was Süßes kriegen. Das klingt schon besser. Leute, schmeißt ihr auch gern Partys? Was war die größte Anzahl der Gäste, die ihr je eingeladen habt? 10? 20? Vielleicht 50 Leute? Schreib es in die Kommentare. Susi, glaubst du nicht, das sind genug Wände? So wie ich das sehe, muss alles schick und hübsch aussehen. Du bist so ein Perfektionistin? Genau das. So ein schweres Wort. So nennt man Menschen, die gern bei allem das Bestmögliche schaffen. Wow, das klingt ganz genau wie du. Sam, bringst du mir bitte Süßigkeiten? Na klar, bin sofort zurück. Mit etwas Klebeband bringen wir den Deckel an. Außerdem brauchen wir dieses Ding hier, um das Innere des Automaten abzudecken. Bitte sehr. Findet ihr nicht, dass unser Automat grandios aussieht? Jetzt müssen wir nur noch einen Pfeil malen. Ich bin nicht zu spät, oder? Nein, ich bringe gerade den Griff an. Dann lässt es sich besser bedienen. Packen wir die Süßigkeiten rein, oder? Hurra! Bitte, bitte lass mich! Okay, aber sehr vorsichtig. Juhu! Und der letzte Schliff. Susi, lass mich dir was Süßes spendieren. Du bist schließlich meine Freundin. Danke. Dann können wir auch testen, ob der Automat funktioniert. Tut er! Jetzt kann ich Süßes und Freunde in die Welt bringen! Leute, was haltet ihr von unserer Party-Idee? Vergesst nicht, den
Daumen hoch zu klicken, zu teilen und zu abonnieren.